Boah, guck mal, was ich hier für ein verstaubtes Ding noch gefunden habe. Nämlich, liebe Leute, unglaublich, aber war von den Toten wieder auferstanden. Wie Phönix aus der Asche. The Raven! Ja, ich spiele es doch noch gut 2 Jahre, nachdem ich hier ungewollt unterbrochen habe. Ja, das hatte damals die Gründe, dass da irgendwie ein Savegame nicht funktioniert hatte, nicht stimmte irgendwie. Ich glaube, ich hatte weitergespielt und mit der Aufnahme lief er schief. Wenn ich mich recht erinnere, war das so. Ich habe mir jetzt nochmal den letzten Part, der auf YouTube ist, angeguckt. Ja, das kannst du nochmal hier so ein bisschen... Sie schwelgt in Erinnerungen. Ich störe sie lieber nicht dabei. Na, mich sollte man lieber auch nicht stören. Ich schwelge auch gerade in Erinnerungen. Moment. Nicht stören, nicht stören, nicht stören. Okay, fertig geschwelgt. Ja, und wir waren stehen geblieben. Wir hatten hier mit Lady Westmacott. Lady Westmacott, die sind für ihr Alter, aber ganz schön flott gesprochen. Haben uns hier ein bisschen im Le Museum umgeguckt. War das so? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Und wir wollten mit Matty reden. Ich hoffe, das haben wir bei diesem Savegame noch nicht gemacht. Ahoi, Matt. Ahoi. Die Statue hat gesprochen. Die Statue hat gesprochen. Ja. Und was hat sie gesagt? Sie hat... Es war... Komm her. Alter. Was? Das ist aber ein schlimmes Wort. Ich weiß. Und auch noch ein englisches. Findest du es nicht seltsam, dass eine altägyptische Statue Englisch spricht? Findest du es nicht seltsam, dass die Statue überhaupt spricht? Das wäre mein nächster Einwand gewesen. Doch. Ja, die sprechende Statuette, schlimme, böse, schmutzige Wörter, auch noch in Fremdsprachen. Schäm dich, Statue. Das solltest du wirklich wissen, Matty, der kleine freche Lümmel. Ja, was ist denn los mit der sprechenden Statue? Und, spricht die Statue jetzt gerade zu dir? Hältst du mich für bescheuert? Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur, vielleicht hast du viel bessere Ohren als ich, solche, die auch Statuen hören können. Du bist mir ein schöner Wachtmeister, Herr Zellner. Hier gibt es ein Rätsel und du machst dich nur darüber lustig. Du hast recht, es ist nur... naja. Glaubst du mir nicht? Du bist mir ein schöner Waldmeister. Herr Zellner, du schmeckst gar nicht nach Waldmeister, eher nach ranzigem alten Polizeiinspektor. Sag, Matty, dir glaube ich alles. Ich sag mal, deine Augen. Lüge nicht? Da war bestimmt irgendwas. Wir beide können uns darauf einigen, dass eine steinerne Statue ohne Mund und Stimmbänder nicht sprechen kann. Ja, darauf würde ich mich einlassen. Okay. Das heißt, du hast etwas anderes gehört und wir müssen herausfinden, was oder wen. Roger. Die Nilkreuzfahrt, haben wir die Nilkreuzfahrt gehört? Wenn Nils auf Kreuzfahrt geht, dann ist er immer mächtig in die Kuh am Fliegen, sag ich dir. Ich bin neidisch auf dich, mit dem Schiff den Nil hinaufzufahren. Das muss toll sein. Ja, kann schon sein. Du klingst nicht begeistert. Ich glaube, Mom hätte gerne, dass der Professor mitkommt. Und dir ist das nicht recht? Nö. Oh, kannst du es mir erzählen? Was ist, wenn Mom diesen Professor heiratet und dann nicht mehr für die Lady arbeitet? Wir müssten dann in London leben und ich müsste auf eine andere Schule. Ich freue mich auch super auf so eine Nilkreuzfahrt, sich so mal richtig schön von dicken, fetten Alligatoren und Krokodilen in den Arsch beißen lassen. Das macht Spaß, da kommen Freudentränen in die Augen. Erlebnistours am Nil. Ja, guck mal hier, die Sheriffsgürtelschnalle. Der Sheriffstern, da hat er noch seinen heißen Colt hier. Ja, der Professor ist sowieso eine Nummer für sich. Ja, das ist jetzt warm. Hast du dabei auch an sie gedacht? Dir gefällt dein Leben so, wie es ist und nichts soll sich ändern, oder? Mhm. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es deiner Mutter auch gefällt? Es dreht sich nicht immer alles nur um dich, weißt du? Wenn man unglücklich ist, muss man etwas tun. Man muss dann auch mal etwas wagen. Und man kann dabei jede Unterstützung brauchen, die man kriegen kann. Meinst du, Mom ist unglücklich? Ich weiß es nicht. Was glaubst du? Ah, das müssen wir uns anschauen. Das Auge kommt. Was, das Auge kommt? Das fliegende Auge? Was? Welches Auge? Gleich hier wird was aufs Auge, Freund. Das sage ich dir. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Hör mal. Wo ist das Auge? Ah.
Oh, da kommt schon der schlachsige Professor. Hallo, meine Liebe, ich bin... Bald ist alles vorbei. Dann habe ich endlich Zeit für dich. Wir wollten gleich zurück ins Hotel. Mach nur. Und heute Abend bei der Gala zeige ich dir das Museum, ja? Und hast du dir schon Gedanken wegen der Kreuzfahrt gemacht? Nun, ich weiß nicht recht. Na los, geh. Na geh schon mit dieser Sache. Mutti, ich will einen Flottentreiher mit Jungen, Professor. Wer könnte uns mehr über Ägypten beibringen als Professor Lucien? Dann ist das abgemacht. Freu. Dolle Wurst, der Profi ist dabei. Er hat aber auch noch was im Hintern stecken, so wie der läuft. Ich dachte, du hättest vielleicht etwas dagegen. Ach, Mann, man muss doch mal was riskieren. Richtig. Ach, da freuen sich alle. So, das ist das Ende vom Spiel. Also, wer will ein Eis? Ich! Lecker Eis! Ich würde Wachtmeister Zellermedia auch noch ein Eis. Lecker Eis mit Wachtmeistergeschmack. Das ist toll. Ranzigen Wachtmeister holen. Zwei Wachtmeisterbällchen hätte ich gern. Achso, ich kann jetzt mich hier schon... Oh, jetzt gehen wir zum hinteren Bereich und das nicht nur mit der Hand, sondern auch zu Fuß. Ja, da waren wir nämlich noch gar nicht hier im Betrachte die Vitrine. Ich habe jetzt im ersten Moment Betrachte die Witwe gelesen. Ja, fertig auch eine Nummer hier. Guck dir mal die alte Witwe an, Mensch, statt diesen Kaliber. Ägyptischer Schmuck. Ja. Der goldene Siegerring dort mit dem Skarabäus aus Jaspis gefällt mir am besten. In der ägyptischen Kultur wurden diese Käfer als Symbol der Fruchtbarkeit verehrt. Heute werden sie naserümpfend als Mistkäfer abgetan. So, das ist Mist. Das ist wirklich Mist, würde ich mal sagen. Ja, als Symbol der Fruchtbarkeit. Na, wenn das mal nichts ist, also, Zellner, schmeißen dir mal... Steck ihn dir mal wo drüber. Vielleicht hilft das ja bei deiner Fruchtbarkeit. Mein Gott, ey, das ist ja unglaublich, was hier abgeht. Naja, beim Super Bowl, die kriegen ja auch alle einen Ring. Wo sie sich den drüber ziehen, will ich auch nicht wissen. Hör mal. Zelli, alter Zellengenosse. Oh! Ein großer Moment. Oh ja. Professor Lucien, Ihr Schlüssel bitte. Ja, also... Machen Sie schon, Professor. Aber Sie müssen wissen, dass... Danke. Ja, was denn? Was denn jetzt? Was müssen wir denn wissen? Aber... Professor? Was? Ich wollte Ihnen das hier geben. Ja, nach dem Einbruch in London, ich dachte mir, das Auge sei auf dem Weg nach Ägypten vielleicht nicht sicher. Also habe ich es heimlich an mich genommen, als ich es in London in den Tresor legen sollte. Wie konnten Sie nur? Ich hatte das Gefühl, ich sollte den Stein nur jemandem überlassen, dem ich hundertprozentig vertraue. Mir selber. Aber der Stein war sicher. Von London bis hier hätte niemand Gelegenheit gehabt, den Stein zu stehlen. Mit Verlaub, Herr Kollege. Wenn dem so wäre, läge der Stein nicht in meiner Hand. Ich gratuliere Ihnen, Professor Lucien. Sie haben alle getäuscht, wie es scheint. Ihnen gebührt die Ehre. Dahin, Professor. Und nirgendwo anders. Ist schon ein alter Vortäuscher. Ob Professor Lujan, hätte ich fast gesagt. Das wäre geschafft. Soll ich Ihnen das Sicherheitssystem erklären, Inspektor? Der französische Botschafter hat nach mir schicken lassen. Ich muss mich dort melden. Die Presse belagert die Botschaft und ich soll Rede und Antwort stehen. Aber heute Abend müssen Sie einfach kommen. Die Ausstellungseröffnung wird das Ereignis des Jahres sein und Sie sind mein Ehrengast. Ich werde sehen, was sich tun lässt. Zellner? Lassen Sie sich die Sicherheitsvorkehrungen zeigen. Wir sehen uns heute Abend. Sicher, aber... Warten Sie, Inspektor. Ich komme mit. Nun, da wären wir. Der Inspektor wird die nächsten Stunden Reporterfragen beantworten und ich... Naja. Nein.
Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Ich schaue mich kurz um und lege mich dann aufs Ohr, damit ich für heute Abend fit bin. Natürlich, wir machen noch ein paar Liegestütze heute Abend. Da müssen wir natürlich fit sein. Und ein paar Kniebeugen. Ja, Zenia. Also der Professor Professor Lucius ist schon ein Vortäuscher. Also, wenn er da bei Mattys Mutter genauso im Bett ein paar Sachen vortäuscht, dann möchte ich aber mal nicht in ihr stecken, so. Betracht die Vitrine. Wir betrachten mal. Das Auge ist nun endlich hier angekommen. Sie besteht aus einem Zentimeter dicken Panzerglas. Man bräuchte schweres Gerät, um sie zu öffnen. Doch bei der kleinsten Erschütterung der Vitrine wird der Alarm ausgelöst. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie so sicher ist. Geh hinaus. Kann ich mit ihm hier nochmal smalltalken? Betrachte die Vitrine. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Mit einem Glasschneider kommt man ja nicht weit. Ist die Vitrine am Boden verankert? Wieso fragen Sie? Der Rabe hat einmal in St. Petersburg eine komplette Vitrine gestohlen, anstatt nur den Schmuck aus ihr zu nehmen. Solch ein Versuch wäre zum Scheitern verurteilt. Die Vitrine ist fest mit dem Boden verschraubt und wiegt mehrere hundert Kilogramm. Na gut. Manche Personen wiegen auch mehrere hundert Kilogramm, die bewegen sich trotzdem von A nach B, also da sollte man mal nicht so voreilig sein. Oder vielleicht kommt der Rabe und entführt das ganze Museum. Das wäre natürlich auch mal unglaublich fantastosiös. Ja, da oben hängt noch eine Ü-Kamera, eine Überwachungskamera. Die gucken wir uns auch mal an. Mensch, Ü-Kameras aus dem Ei gepellt. Eine Kamera? Das Neueste vom Neuen. Es nennt sich Videoüberwachung. Ich habe davon gehört. Die Bilder werden aufgezeichnet und können später auf einem Bildschirm betrachtet werden. So ist es. Im Wachraum werden die Signale von insgesamt 3 Kameras aufgezeichnet. Ich habe doch gesagt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Haben Sie nicht. Also ist modernste Technik, in Fachkreisen auch Hightech genannt. So, vielleicht ist da ja schon einer im Sarkophag drin. Ein kleines Rebelchen? Wer weiß das? Sag es mir! Viele Leute denken bei dem Wort Sarkophag an einen Steinsarg, aber dieser hier ist aus Holz. Wie üblich sind das Gesicht des Toten und viele Ornamente mit Gold und Farbe auf die Außenseite gemalt. Aus Holz, bitte Leute. Da falle ich doch nicht drauf rein, das ist eine Fälschung. So, was haben wir denn hier noch alles rumdümpeln? Da hinten noch eine Kamera. Ja, ich könnte mir die Vitrine jetzt noch 10-mal angucken. Geh hinaus. Was haben wir denn hier noch alles stehen? Ach, guck mal, betrachte Vitrinen. Gucken wir uns die auch nochmal an. Die sind natürlich überhaupt nicht so toll abgesichert. Was ist in den anderen Vitrinen? Weitere kostbare Originale. Die Augen der Sphinx wären der uneingeschränkte Höhepunkt unserer Ausstellung gewesen. Jetzt, wo nur noch eines da ist, überstrahlt es die anderen Kostbarkeiten in diesem Raum nicht mehr so stark. Auch alles andere hier ist von exquisiter Qualität. Natürlich, nur das Beste kommt in diesen Raum. Nur die besten Zutaten. Ja, ich glaube, wir haben ja alles soweit durch, dass wir jetzt mal rausgehen können. Ja, komm, Zellner. Schnell auch was ins Notizbuch gekritzelt und jetzt ist schon Abend, oder wie? Das Tor. Wie funktioniert das? Ach so. Wenn Alarm ausgelöst wird, fährt das Metallschott herunter. Genauso wie weitere Schotten an den Fenstern und am Haupteingang. Jeder Dieb sitzt dann wie eine Maus in der Falle. Das ist gut. Da seilen sich die Schotten ab am Fenster. Mit Schottenrohr. Kann man auch mal drunter gucken. Super und Sache. Und wir mit ihm. Ich möchte Ihnen als nächstes unseren Wachraum zeigen. Das Herzstück des ganzen Sicherheitssystems. Und danach muss ich mich entschuldigen. Was sieht er jetzt? Alarmieren Sie die Wachen. Dann rufen Sie bei der französischen Botschaft an. Le Grand soll unverzüglich. Nein! Nein! Zelda! Das war knapp. Ja, wo sind denn die Schotten jetzt am Fenster? Ich will unter Schottenröcke gucken. Ja, setzen Sie sich. Und versuchen Sie sich zu beruhigen. Komm, mock die Jasmin, rauch mal einen.
Dann wird alles gut. Ja, wo sind denn die Schotten jetzt, die sich abseilen sollten? Von den Fenstern kommen Schotten. Ach, da sind die Schotten. Ach so, ich dachte, da kommen jetzt schöne schottische Schotten. Schottische Schrottschotten. Schrotti. Dieser verdammte Bombenleger. Ich meine, die Kammer war voll von unersetzlichen Schätzen. Unersetzlich. Dieses miese Dreckschwein, was fällt ihm wollen? Rede mit Direktor Mokhtar. Klingt wie, Mokhtar, das klingt wie so ein Klingone bei, Star Trek. Alle Mokhtar, Mokhtar. Oh, er hat's mit dem Herzen. Direktor Mokhtar? Direktor, wie kann ich das Metallschott öffnen? Das hätte er nicht tun dürfen. Direktor! All die Kunstwerke in der Schatzkammer. Er hat sie zerstört. Und ich werde ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Aber zuerst muss ich da hinein. Besser. Ja, hallo. Er ist ganz bleich und zittert leicht. Vermutlich steht er unter Schock. Vielleicht bekomme ich in ein paar Minuten wieder etwas aus ihm heraus. Vielleicht steht er aber auch unter Schott, unter Schotten. Ein paar Minuten, na geil. Ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Auch hier hat sich der Sicherheitsschott geschlossen. Niemand konnte das Gebäude durch einen der offiziellen Zugänge verlassen, nee. Nachdem der Alarm ausgelöst wurde. Nee, ist super sicher. Die Riesentür hier, die ist natürlich zu, aber oben die Dinger hier, diese, keine Ahnung, die sind natürlich alle noch offen. Da kommt natürlich keiner auf die Idee, die mal... Oh, aber man, das Gute ist, mein Portemonnaie ist noch da. Hat schon mal keiner mein Geld geklaut. Was, wo geht's jetzt hin? Hallo? Hallo? Wo sind wir jetzt? Was geht jetzt? Was passiert denn? Ach, hier sind wir. Exite. Exquisit auf der Exite. Ja, da liegen Dobermann und Dobermann. Das sind die zwei Hunde übrigens von Higgins aus der Serie Magnum. Die Jungs. Hey, Jungs. Hey, Boys. Passt mir auf das Crunchstück auf. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. A, Hörnchen, B, Hörnchen, mal was anderes. Ja, toll. Geh hinauf. Was machen wir jetzt? Ich bin hier ziemlich allein im Schottenrock gefangen. So, da lag doch hier irgendwo noch die Feder rum. Da hat der Rabe aber ganz schön Federn gelassen. Ach so, betritt die Wachstube, genau. Die Kameras. Oh oh. Komm mal, er schon wieder. Keine Bewegung. Er schon wieder. Was tut er hier? Ja, Waffe runter oder? Ne, er soll das. Komm. Leute, die mit Waffen auf mich zeigen, Freunde, so schon mal gar nicht. Das habe ich nicht gern, wenn mit nackten Waffen auf angezogene Zellners gezielt wird. Möchte ich nicht. Leg die Waffe runter, sonst gibt's aber richtig was auf den Sack. Stecken Sie die Pistole weg. Das könnte Ihnen so passen. Robert, seien Sie vernünftig. Maul halten! Mensch, Robert, das ist er! Das ist es! Wache, das ist... Was haben Sie getan? Ich? Ich habe nichts getan. Aber ich sage Ihnen, was ich tun werde. Ich werde Sie verhaften. Der ist so gut. Was ist denn mit der Wache? Ist er tot? Nur ohnmächtig. Vielleicht kann er uns sagen, wer ihn niedergeschlagen hat. Ausgezeichnet. Tun Sie nicht so. Sie waren es. Ich war mit dem Direktor in der Schatzkammer. Sie allerdings hatten jede Gelegenheit, der Wache eins über den Schädel zu ziehen. Ich habe sie ohnmächtig vorgefunden. Ich wollte die Tore öffnen. Und dem Raben damit die Flucht erleichtern? Schluss damit! Legen Sie sich auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Nein. Mache ich garantiert nicht. Warum sind Sie nicht mit Inspektor Legrand in der Botschaft und beantworten die Fragen der Reporter? Wovon reden Sie? Legrand hat sich geweigert. Was? Er hat dem Boten gesagt, er würde eher für 40 Jahre durch die Wüste gehen, als 40 Minuten lang Interviews zu geben. Hä? Gibt's zwei Legrands? Hat sich der Rabe als Legrand getarnt? Als Legrand? Ich weiß es nicht. Wir müssen das Tor der Schatzkammer öffnen. Ich vermute, dass es einen geheimen Zugang gibt. Nein, wir sollten das Tor am Haupteingang öffnen und Hilfe holen. Robert, denken Sie nach. Der Rabe ist hier im Museum und wir mit ihm. Wir können ihn stellen. Aber wir müssen uns jetzt sofort an seine Fersen heften. Wir beide, Sie und ich, können es hier und jetzt beenden. Sie wollen mich nur verwirren.
Robert, ich glaube Ihnen, dass Sie diesen Mann nicht niedergeschlagen haben. Aber ich war es auch nicht. Ich war die ganze Zeit mit dem Museumsdirektor zusammen. Fragen Sie ihn. Das heißt noch nicht, dass Sie mit der Sache nichts zu tun haben. Sie könnten mit dem Raben zusammenarbeiten. Genau wie Sie. Wir können uns gegenseitig verdächtigen. Die Ausgänge öffnen und dem Raben damit jede nur erdenkliche Fluchtmöglichkeit bieten. Oder wir bringen ihn hier und jetzt im Museum zur Strecke. In Ordnung. Aber damit das klar ist, ich traue Ihnen nicht. Ich behalte Sie im Auge und wenn Sie zu fliehen versuchen... Schon klar. Ich werde jetzt versuchen, das Tor zur Schatzkammer zu öffnen. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mich dabei nicht aus Versehen erschießen würden. Keine Tricks, Zellner. Und wenn wir in der Schatzkammer nichts finden, öffnen wir das Eingangstor und verständigen Inspektor Legrand.